Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show Minecraft. Und das müsste eigentlich schon die siebte oder achte Folge sein von Let's Show Minecraft. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, welche Folge, das werdet ihr nachher im Titel sehen. Und ja, es ist jetzt wieder ein Monat ungefähr vergangen, wo ich das letzte Let's Show präsentiert habe. Und da dachte ich mir, mache ich mal wieder ein Let's Show. Ja, wir gehen jetzt als erstes mal hier lang. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich jetzt immer in jedem Let's Show von hier starten werde. Das heißt, hier werde ich jetzt immer anfangen zu Let's Show. Ja, gut, hier ist ja alles gleich geblieben. Kirche und so, Leuchtturm. Und dann ist hier so ein Weg, wo später noch Gravel reinkommen wird. Noch ist da nichts. Das wird aber später noch kommen. So, ich muss jetzt mal hier ein bisschen so laufen, dass ihr das jetzt nicht sofort seht. So, ich glaube, so passt das. Zack. Hier wird später noch Weg kommen. Aber noch nicht. Noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Das ist nämlich ein größeres Projekt, wo es auch am Ende des Let's Shows noch eine Umfrage geben wird. Vorbei. Doch, hat man schon was gesehen und jetzt muss ich hier runter. Au. Und jetzt werde ich mich ganz langsam hochbeugen und zack. Ja, meine Freunde, das ist ein sozusagen ein eine Burg, die jetzt noch nicht ganz fertig ist, die sowieso noch im Bau ist. Die wird jetzt bestimmt noch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, bis das fertig ist, das schöne Bauwerk. Und ja, dann gehen wir jetzt hier mal gleich rein, hier mit den zwei Wachhäuschen, wie man hier sehen kann, rechts und links, mit einer Stadtmauer hier außen rum. Und wir gehen erstmal zum Wächterhaus 1. Waffen sind hier in den Truhen, da hat man ein paar Waffen für die Wächter. Und wer wacht denn hier? Wächter Stormann. Wächter Stormann hat hier seinen Platz und bewacht die Burg. Und jetzt gehen wir ins Wächterhaus 2. Hier sind auch nochmal Waffen drin. Und hier hat der Wächter Tillemann seinen Dienst, seinen Posten und passt hier auf, dass hier keiner ohne Erlaubnis reinkommt. Ja, und hier ist es auch ganz einfach, ganz leicht hier zuzumachen. Das heißt, wenn jetzt hier mal Creeper oder sowas kommen oder jetzt hier angegriffen wird und so, es gibt ja noch keine Schranken, ich weiß nicht, ob es welche geben wird, und sonst macht man einfach hier zumachen und fertig hat sich die Sache und man kann verteidigen. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen, das ist jetzt natürlich super. Ich muss mal kurz die mache ich mal schnell. Nur Axt. Eine Axt. So. Und baue ich nochmal kurz ab. So. Hier noch mit schön bisschen älter. Liegt das hier schon, deswegen ist hier schon also so eine Liane gewachsen. Was so ein bisschen möslich sein soll. Hier ist ein Tor. Also das ist das Tor, was man runterfahren kann. Also stellt man sich vor, dass man das runterfahren kann, wenn die Burg angegriffen wird. Und hier sind auch noch zwei Schilder. Einmal Ostwand. Hier ist die Ostwand. Also hier ist Norden. Hier ist Osten. Und hier ist Westen. Hier ist die Westwand. Ja, ganz einfach. Und es wird dunkel. Da muss ich mal kurz ein bisschen cheaten. So. Mit TMI-Mod. Hier zu dieser Seite bin ich noch nicht ganz fertig. Wir können ja hier mal rumgehen. Da kann man denn hier ganz leicht lang gehen. Hier sind auch nochmal Waffen, wenn es verteidigt werden muss. Hier ist ein bisschen dunkel geworden. Muss man noch alles ausleuchten. Und hier kann man auf den einen Turm raufgehen. Einmal hier kann man dann auch oben verteidigen. Den Bogen zücken und
verteidigt wird die ganze Sache. Und einfach, oder von ganz oben mit dem Bogen, kann man natürlich auch machen. Obwohl dieser hier noch gar nicht fertig ist, da soll nachher später, kann ich euch mal schnell zeigen, das soll später so aussehen. So, und hier kommt denn, Moment, ja, so ungefähr, das wird schon passen, und dann kann man hier die ganze Burg von oben betrachten. Hier wird noch später ein komplettes Dach rübergezogen, dass das denn auch nicht so hell ist und es keinen Sonnenbrand bekommt. Ja, dann können wir jetzt hier mal rumgehen, huch, ganz runter natürlich, und gehen jetzt hier mal durch den dunklen Raum. Und ich hoffe, dass ich auf Peaceful habe. Jo, habe ich, weil ich keinen Bock habe, hier noch Creeper und sowas alles zu haben. Hier ist natürlich nochmal, geht's nochmal hoch zum Posten. Und hier sind immer Waffen, Bogen und Pfeile. Und hier sieht man ganz schön noch hoch, aber das wird später auch noch nicht mehr so sein. Und hier steht nochmal Ostwand, Westwand. Und hier, das war eine ziemliche Plackerei, das zu bauen. Hier war vor alles Wüste, ich kann euch das mal schnell zeigen. Da, Wüste, das ist alles Wüste gewesen. Und das alles mit Erde auszufüllen, war wirklich eine Plackerei. Ja, hier geht's nach unten. Ins Gefängnis. Das wird später das Gefängnis sein, das ist noch nicht ganz fertig, das wird hier noch alles ausgeräumt. Bin ich noch nicht zugekommen und das wird dann hier so ein schickes Gefängnis. Für die Gefangenen, die hier in der Burg oder hier im Dorf Scheiße gebaut haben, da sind die denn im Gefängnis. Jo, was haben wir denn hier? Hier fehlen auch noch Fackeln und alles. Hier geht's zum Marktplatz. Das wird hier auch der Marktplatz. Hier sieht man die Stadtmauer gezogen. Ganz gut, die Stadtmauer. Die geht von hier, also von da, von dem Wachposten, bis hierhin. Und dass hier denn auch keiner auf die Idee kommt, die Burg anzugreifen, beziehungsweise das Dorf anzugreifen, ist hier so ein kleines Mäuerchen gebaut worden. Und ja, hier muss ich noch den ganzen Berg abtragen. Das wird auch noch ziemlich spaßig. Und hier noch alles mit Erde ausfüllen. Alles so schön mit Erde. Das kann auch noch ziemliche Plackerei werden. Und ich sag das Wort ziemlich oft im Let's Play. Ja, gut. Das ist eigentlich soweit die Burg. Die ist ziemlich, naja, groß oder klein, je nachdem. Uff, schnell die ausfüllen. Also noch ist da noch nicht viel drinne, aber das wird natürlich alles noch kommen. Deswegen brauche ich eure, oder ja, nicht gesagt, jetzt könnt ihr unter dieses Video, das ist eigentlich schon das Let's Show gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe, ich glaube irgendwie 6-7 Minuten. Mehr habe ich hier noch nicht gebaut. Auf jeden Fall könnt ihr hier mit im Let's Show mitwirken. Jetzt halt nicht so wegen, also für mit zum Mitbauen oder so. Das werde ich nicht machen, als Multiplayer-Server anbieten oder so. Das nicht, aber ich habe ja hier überall Schilder aufgestellt. Zum Beispiel hier steht schon mal Wächter Tillemann oder Wächter Sandmann, Stormann. Und ja, ich habe hier noch ganz viel vor mit Schildern und Namen und alles Mögliche zu bauen. Und die eure Aufgabe ist, oder wenn ihr hier in diesem Let's Show verewigt werden wollt, schreibt mir unten in die Kommentare rein, warum ihr hier in dieser Burg verewigt werden wollt. Dann steht da halt Ritter, jetzt euer YouTube-Name und dann Ritter und euer YouTube-Name. Da, die werde ich dann auch alle, das ist dann auch ein bisschen Werbung für euch, falls ihr auch Let's Plays oder Let's Shows oder irgendwie Videos auf YouTube macht, denn ist das ein bisschen Werbung für euch, ein kleines Dankeschön sozusagen. Und ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr in diesem Let's Show in dieser Burg verewigt werden wollt, denn würde jetzt hier irgendwie stehen, hier wacht Ritter Kulibert oder so. Jo, hier ist, habe ich noch ganz vergessen, hier ist auch noch überall von der Stadtmauer noch hingepackt,
also alles hier schon ein bisschen veraltet. Aber die Burg steht ja auch schon seit 1513 hier. Das kommt ja auch noch irgendwie hin. Hier werden auch noch ganz viele Schilder kommen. Das verspreche ich euch. Und ja, hier muss ich alles noch mit Gras ausfüllen. Weil Wüste und Burg, naja. Das wird dann alles noch mit Gras ausgefüllt. Das kann noch ziemlich lange dauern. Und das ist auch erstmal der erste Teil vom Let's Show von Minecraft. Und ja. Eigentlich habe ich euch jetzt so gut wie alles gezeigt schon von der Burg, was ich bis jetzt hier in dieser Burg gebaut habe. Und ja, wenn ihr denn hier in dieser Burg verewigt werden wollt, auf ein Schild, schreibt in die Kommentare, warum ihr gerade hier verewigt werden wollt. Es muss einen Grund haben, jetzt darf da nicht stehen, ich möchte verewigt werden. Oder ich möchte, mein YouTube-Name soll da stehen, in der Burg. Sondern ihr müsst dann auch schon schreiben, warum ihr gerade da ausgewählt werden sollt. Und ja, dann sage ich erstmal ciao. Ich hoffe, das gefällt euch, was ihr gebaut habt. Und ja, es tut mir leid, dass ein bisschen wenig Let's Shows kommen. Aber ich finde die Zeit im Moment nicht, Let's Shows, also beziehungsweise privat auf Minecraft zu spielen, in Minecraft zu spielen. Weil ja Schule und keine Ferien mehr. Und ja, das Let's Play geht ja natürlich vor. Und ja, deswegen kommt immer so monatlich ein Let's Show. In dieser Woche wird es wahrscheinlich in 2 Wochen wieder ein Let's Show geben, weil dann wird die komplette Burg geshowt. Das heißt, was ihr jetzt gesehen habt, nochmal. Und dann noch das Neueste, was ich in den 2 Wochen gebaut habe. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.